Moin zusammen, ich entführe euch heute ein bisschen in unsere Kindheit. Wir machen Spaghetti Napoli, ein ganz einfaches Rezept von mir. Bleibt dran, das ist Kochliebe XXL und das ist mein Kanal. Als Zutaten braucht ihr eine Dose Tomaten, dann habe ich hier einen Esslöffel Tomatenmark. Wir brauchen etwas Olivenöl, natürlich Spaghetti, drei Knoblauchzehen, fein gewürfelte Zwiebeln. Dann habe ich hier 2 Esslöffel Zucker, eine Prise Salz, 1 Esslöffel Paprikapulver, einen halben Esslöffel schwarzen Pfeffer. Und als Gewürzen haben wir Basilikum, Oregano, davon darf es ein bisschen mehr sein. Von allem anderen nehme ich nur einen halben Teelöffel. Dann habe ich hier Thymian und Rosmarin. In meinen Topf gebe ich jetzt erstmal einen Schuss Olivenöl, damit wir die Zwiebeln andünsten können. Wenn unser Topf heiß ist, dann geben wir als allererstes unsere Zwiebeln hinein. Den Knoblauch geben wir später hinzu. Und die dünsten wir jetzt richtig schön glasig an. Wenn das geschehen ist, dann geben wir unseren Knoblauch hinzu. Und ganz kurz mit anbraten lassen. Sollte nicht länger als 1 Minute dauern. Jetzt können wir auch schon unseren Tomatenmark hinzugeben. Und das verteilen wir jetzt so richtig schön gut, damit wir gleich Geschmack reinbekommen in unser Essen. Als nächstes kommen unsere Tomaten hier hinzu. Und ich habe jetzt meine Hitze etwas reduziert. Und wir verteilen die jetzt erstmal. Hier sind noch ein paar größere Stücke mit drin. Die mache ich jetzt etwas kleiner noch, damit die ganze Sache ein bisschen schneller köchelt. Und ihr könnt jetzt auch gleich euer Zucker und eure ganzen Gewürze könnt ihr gleich mit hier hineingeben. So bekommt ihr direkt Geschmack ins Essen. Das Ganze gut vermengen. Und jetzt bei kleiner Hitze lassen wir das Ganze jetzt so 15 bis 20 Minuten köcheln und dann können wir schon die Nudeln vorbereiten und das Ganze dann so langsam servieren. Wann wisst ihr, dass eure Soße fertig ist? Ihr solltet so ganz kleine Stückchen noch drin haben in eurer Soße an Tomaten. Aber ansonsten sollte das doch schon relativ fein und relativ dickflüssig sein, dann ist eure Soße perfekt. Bei mir wird es jetzt 15-20 Minuten dauern, dann nehme ich das Ganze vom Herd und dann beginne ich mit meinen Nudeln. Für eure Spaghetti gebt ihr Wasser in den Topf, mit ausreichend Wasser logischerweise. Und ihr gebt ordentlich Salz hier hinzu. Und dann lassen wir uns das Wasser erstmal aufkochen. Wenn euer Wasser blubbert, dann gebt ihr ganz geschickt eure Spaghetti hinein und lasst die jetzt für 8-9 Minuten bis fest kochen. Wenn eure Spaghetti bis fest gekocht sind, dann gießt ihr das Wasser ab und ich gebe die dann gerne in meinen Topf zurück. Ihr könnt die natürlich, es gibt 2 Möglichkeiten, wie ihr die servieren könnt. Die eine ist, ihr gebt die Spaghetti auf den Teller, macht die Tomatensauce drüber oder ihr gebt die Tomatensauce mit den Spaghetti zusammen und vermischt alles gut zusammen. Wenn alles fertig ist, gebt ihr einfach die von euch gewünschte Menge an Tomatensauce hier hinzu, zu diesen Nudeln. Und das Ganze vermengt ihr jetzt im Topf, so dass überall was von der Tomatensauce hinkommt und sich die gut verteilt. So schaut das optisch gut aus, da ist das Auge auch mit. Und genauso sollte das sein. Wichtig ist, dass die Soße an den Nudeln hängen bleibt. Und dann könnt ihr servieren und könnt essen. So schaut das Ganze dann auf dem Teller aus. Wer mag, könnte jetzt hier noch Parmesan drüber streuen. Ich erspare mir das aber, weil Tomatensauce für mich eigentlich ohne Parmesan ist. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt eine tolle Zeit. Macht's gut, ihr Lieben. Und tschüss.